Nordsyrien im Sommer 2019. Bis heute werden Frauen aus aller Welt hier ausgebildet für den Kampf um Freiheit und Gleichberechtigung der Kurden. Wie Leila aus Halle. Oder wie Fidan aus Straßburg. Sakine Jansis, die Gründerin der Frauenmilizen und Mitglied der PKK. Auch ihre Gegner kommen aus der ganzen Welt, wie aus dem reichen Oberbayern in Deutschland, der Türke Ömer Güney. Mitten in Europa eskaliert der Konflikt. Wie am 9. Januar 2013 in Paris. Ein politischer Mord im Auftrag des türkischen Geheimdienstes MIT. Der 10. Januar 2013. In den frühen Morgenstunden werden die Leichen von Sakine, Fidan und Leyla entdeckt. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Umgehend versammeln sich Hunderte von Kurden am Tatort, fordern Rache, verdächtigen die türkische Regierung. Die Opfer wurden wohl gezielt ausgewählt, sind herausragende Vertreterinnen des kurdischen Widerstandes, hatten wichtige Positionen innerhalb der in Europa verbotenen PKK inne. Ich bin in dieses Viertel gekommen, in dem drei Frauen ermordet wurden. Wahrscheinlich hingerichtet. Es ist sehr ernst und schwerwiegend. Inakzeptabel. Deshalb bin ich hier. Der französische Innenminister Manuel Valls verspricht rasche Aufklärung. Auch der türkische Ministerpräsident reagiert prompt. Das kann das Resultat einer internen Abrechnung untereinander sein. Oder einige haben die Absicht, die positiven Schritte, die wir gerade eingeleitet haben, zu sabotieren. Zu der Zeit verhandelt die türkische Regierung mit der PKK hinter verschlossenen Türen über Frieden. Sülbiye Aydar war als Vertreter der PKK dabei. Für uns war die Haltung unseres Vorsitzenden Öcalan bindend. Er sagte, ich habe darüber lange nachgedacht, ob ich diese Annäherungsphase stoppen soll oder nicht. Schlussendlich habe ich mich für die Fortsetzung der Gespräche entschieden. Diejenigen, die das getan haben, wollten, dass diese Annäherung, diese Gespräche aufhören. Ich wollte ihnen diesen Wunsch nicht erfüllen. Die französische Polizei ermittelt fieberhaft mit Unterstützung der türkischen Behörden. Bereits wenige Tage später, am 17. Januar 2013, wird ein Verdächtiger verhaftet. Der 30-jährige türkische Staatsbürger Ömer Güney, geboren in der südostanatolischen Stadt Sivas. Anne-Sophie Lagon wird ihm als staatlich bestellte Pflichtverteidigerin zugewiesen. Ganz am Anfang der Untersuchung, wirklich ganz am Anfang, verspricht das französische Innenministerium Aufklärung. Und man solle nicht besorgt sein, sie würden den Schuldigen finden. Es herrschte enormer Druck. Und so passte es dem französischen Staat, jemanden zu haben, der schnell verhaftet werden konnte, mit einem Namen und einem Gesicht. Zumindest kam man voran. Sie konnten zeigen, dass sie ihre Arbeit erledigt hatten. Bis zu diesem Zeitpunkt war Ömer Güney weder polizeilich noch politisch aufgefallen.
Als er von ihrem Tod erfuhr, ging er spontan zur Polizei, um zu sagen, dass er Informationen habe. Auch, dass er Sakine kurz vor ihrem Tod gesehen habe. Danach informierte er die kurdischen Parteiverantwortlichen noch in der Nacht über seine Aussage und fragte die, was er machen soll. Danach bat die Polizei, ihn zurückzukommen, und er wurde in Gewahrsam genommen. Damit hat er meiner Meinung nach nicht gerechnet. Er war mit diesen Anschuldigungen konfrontiert. Und gleichzeitig sagte er, wie schockiert er über ihren Tod sei. Er habe Sakine sehr geschätzt. Außerdem war er der Lehrer von einer der Kleinen. Das hat ihn lange verfolgt, weil er es wirklich nicht verstehen konnte. Und er hat seine Unschuld während der Verhöre und bis zum Schluss immer wieder beteuert. Die Spurensicherung wird später DNA-Spuren und Blut von Leyla an Ömers Kleidung finden. Januar 2019. Auch 6 Jahre später erinnern die Kurden mit gut organisierten Trauermärschen an die Morde. Trotz der schnellen Verhaftung gab es nie einen Prozess. Bis heute kein Urteil. Denn der Verdächtige verstirbt Ende 2016. Und bis heute sind wichtige Fragen offen. Hat der Verdächtige allein gehandelt? Gab es Mitwisser? Gab es einen Auftraggeber? Seine Tochter war das jüngste Opfer. Leyla starb wenige Tage nach ihrem 25. Geburtstag. Dass Leyla ermordet werden könnte, daran habe ich nie gedacht. Dass ein anderer Freund aus irgendwelchen Gründen sterben könnte, das hielt ich für möglich. Aber Leyla, nie. Ich bin gefasst. Ich muss gefasst sein. Ich kann mich nicht gehen lassen. Ich muss mich moralisch aufbauen. Wenn ich das nicht tun würde, wäre ich nicht hier. Seit jenem Tag habe ich keinen Frieden gefunden. Meine Frau und meine Kinder auch nicht. Halle, Deutschland. Im Alter von 5 Jahren kommt Leyla 1994 aus der kurdischen Metropole Mersin hierher. Ihr Vater war in der Türkei politisch verfolgt worden und hatte in Deutschland erfolgreich Asyl beantragt. Leyla hat anfangs große Sprachprobleme und findet kaum Freunde. Zu Hause wird Türkisch und Kurdisch gesprochen. Die kurdischen politischen Bestrebungen spielen eine große Rolle. Sie liebte die Familie. Sie wollte, dass die Familie immer zusammenbleibt. Das wollte sie immer. Es ist jetzt schwer, sehr schwer für mich. Eines Tages waren wir beide in der Küche. Sie kochte, ich bereitete den Salat vor. Sie sagte, Mutter, ich will dich etwas fragen. Bringt es was, wenn jemand von uns in die Berge ginge und für unsere Sache sterben würde? Ich habe ihr gesagt, wenn ein Mensch stirbt, weil er für sein Volk und für seine Nation gekämpft hat, dann ist er der Größte. Leyla ist eine moderne, selbstbewusste junge Frau. Politisch aktiv in der PKK-Jugend, sich immer ihrer Wurzeln bewusst. Nach der Realschule will sie ihr Fachabitur machen. Im März 2008 verlässt sie wie immer um 6 Uhr die Wohnung, um in die Schule zu gehen, und kommt nicht mehr nach Hause. Ende 2008 erfährt die Familie, Leyla ist in den Nordirak gereist, in ein PKK-Ausbildungslager.
Als Leila bei der Guerilla in den Bergen war, hat sie dieses Bild als Erinnerung aufnehmen lassen. Ich glaube, jemand aus Deutschland war dort und sie hat ihm dieses Bild für uns mitgegeben. Mit der Botschaft, ich bin gesund und mir geht es gut. Leila erhält Waffenunterricht, ideologische Schulungen und ist im Kampfeinsatz. 2 Jahre bleibt sie bei der PKK in den Bergen. Ronahi ist ihr Kampfname. Sonnenschein. Die kurdische Arbeiterpartei PKK kämpft seit 1984 gegen den türkischen Staat. Dabei starben bisher etwa 45.000 Menschen. Sie versteht sich als einzige legitime Vertreterin der Kurden, fordert politische und kulturelle Autonomie und schreckt vor Gewalt nicht zurück. In der Türkei, dem Nordirak und Nordsyrien unterhält sie Guerilla-Einheiten. In Europa gibt sie sich friedlich. Trotzdem ist sie in den USA, der Türkei und Europa als Terrororganisation verboten. Der Verfassungsschutz schätzt 14.500 Mitglieder alleine in Deutschland. Tendenz steigend. Leilas Eltern hadern mit dem Tod ihrer Tochter, sind aber stolz auf ihren Einsatz für die PKK. Der im kurdischen Freiheitskrieg erblindete Cengiz war ihr väterlicher Freund. Ich weiß genau, warum ich jetzt in diesem Zustand bin. Ich habe Menschen geholfen, die für ihr Volk, für ihre Freiheit kämpfen. Das habe ich bewusst getan. Deshalb ertrage ich meinen Zustand gut. Es ist eine große Ehre für mich, wenn ich für die Befreiung meines Volkes was tun konnte. Ist das türkische Volk schuld? Nein. Ich kenne viele gute Menschen, habe viele gute Freunde unter ihnen. Es gibt auch türkische Freunde, die den Konflikt schlimm finden, aber sie schweigen, erheben nicht ihre Stimme. 2010 kehrt Leila zurück nach Deutschland, aber nicht nach Halle, sondern nach Essen. Sie steigt in der Leitungsebene der PKK-Jugendorganisation auf, ist für die Anwerbung neuer Kämpferinnen und Kämpfer zuständig. Maslum war eng mit Leila befreundet, kannte sie bereits vor ihrer Guerilla-Ausbildung. Also ich glaube, diese Option war irgendwann dann wirklich ganz verfallen für sie. Überhaupt dran zu denken, nochmal ins bürgerliche Leben zurückkommen und so, das denke ich nicht. Das hat sie auch übrigens gestört, dass ihr Umfeld aus ihrem Heimatort quasi, auch ihr Familienumfeld, so war, dass es dort keinen Widerstand gegenüber Ungerechtigkeit gab, so wie sie es sagt. In der Form, in der sie es auslegt, quasi Widerstand gegen Ungerechtigkeit in der Türkei gegenüber den Kurden oder woanders. Leila rückt in den Fokus der deutschen Polizei, die wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Organisation gegen sie ermittelt. Es waren ja unterschiedliche Aktionen, die seitens der Polizei kamen. Und das war ja nicht nur einmal so, dass die Polizei ihr über den Weg gelaufen ist, sondern das ist ja mehrmals passiert. Ohne sich von ihm zu verabschieden, zieht Leila im Herbst 2012 nach Paris. Sie will in der Anonymität der französischen Hauptstadt untertauchen, um dem Ermittlungsdruck der deutschen Polizei zu entkommen. Hier lernt sie Sakine kennen, ihr großes Vorbild. 12 Wochen später werden beide erschossen. Prominentestes Opfer, Sakine Cansis. 1958 in der Türkei geboren. Mit 20 Jahren wird sie Mitbegründerin der PKK. Im selben Jahr wird sie verhaftet, verbringt 11 Jahre in türkischen Gefängnissen. Nach ihrer Freilassung übernimmt sie Führungsfunktionen in der PKK, ist für Finanzen und politische Strategie zuständig. Obwohl die Türkei sie per internationalem Haftbefehl sucht, erhält sie 1998 Asyl in Frankreich. Vorher absolviert sie in der nordsyrischen Region Hasake eine militärische Ausbildung. Bis heute wird Sakine Cansis hier verehrt. Die Region,
liegt unmittelbar an der türkischen Grenze, ist umkämpftes Gebiet zwischen der Türkei und den kurdischen Milizen. Politisch und militärisch hat die syrisch-kurdische Schwesterpartei der PKK hier das Sagen. Amude, eine Stadt mit knapp 50.000 Einwohnern. Sakine Chances letzter Besuch liegt 27 Jahre zurück. Ihre Ermordung hat viele Frauen motiviert, sich hier im Kampf ausbilden zu lassen. So wie die 25-jährige Christin Nisha. Sie hat mich motiviert zu kämpfen, noch mehr dafür zu kämpfen, dass wir einen Platz in der Gesellschaft einnehmen können und damit sie endlich Gerechtigkeit erfährt, weil sie sich für uns opferte. Man brachte sie um, weil sie eine Frau war, die für ihre Rechte kämpfte, ihre Rechte einforderte. Deswegen wurde sie bedroht, nicht weil sie Kurdin, Araberin oder Christin war, sondern weil sie eine kämpfende Frau war. Im demokratisch-kurdischen Volkshaus im 10. Arrondissement ist Sakine oft zu Besuch. Ait Pollard hat als Parteifunktionär eng mit ihr zusammengearbeitet und er kannte den mutmaßlichen Mörder. Sakine Cansız, qui était une personnalité très importante pour la communauté kurde. Sakine Cansız war eine wichtige Persönlichkeit in der kurdischen Gemeinschaft, wollte aber nie Leibwächter haben. Ihr wurde immer unterstellt, Leibwächter zu haben, und das war nie wahr. Sie war gerne allein unterwegs, bestand darauf, allein zu sein und verabscheute diese Idee, einen Leibwächter zu ihrem Schutz zu haben. Zur Überraschung und zum großen Schock der kurdischen Gemeinschaft kommt der vermeintliche Täter nicht von außen, sondern aus Sakines direktem Umfeld. Immer wieder hatte Ömer sich hier im Kulturzentrum aufgehalten und seine Unterstützung angeboten. Wird schließlich Sakines Pfarrer. Ce processus pour l'assassin d'introduction à cette communauté. Die Dienste, die der Mörder anbot, machten es ihm leicht, in diese Gemeinschaft in Paris und an Sakine Cansız heranzukommen. Sie war manchmal etwas naiv. Sie wollte jeder Person helfen. Ob türkisch oder kurdisch, spielte für sie keine Rolle und machte keinen Unterschied. Das Wichtigste für sie war, dass der Mensch ehrlich war, eine Überzeugung hatte und echte Gefühle. Und wenig später zeigte sich der Mörder so, wie Sakine Cansız Weggefährten sah. Que cette personne puisse avoir une certaine conviction et que cette personne puisse avoir vraiment des sentiments propres. Il a fait en sorte de faire. Er ließ die ganze Gemeinschaft glauben, er sei ein sehr naiver Mensch, der etwas für die kurdische Gemeinschaft tun will. Und ich denke wirklich, dass er sich so Sakine Cansız nähern und ihr Vertrauen gewinnen konnte. À atteindre Sakine Cansız et gagner sa confiance. Ömer Güney gilt als freundlich, hilfsbereit, zuvorkommend. Er hat einen Führerschein, ein Auto, spricht Französisch und Deutsch. Seine Nähe zu Sakine macht ihn unverdächtig. Im Alter von 6 Jahren kommt Ömer Güney mit seinen Eltern nach Paris. Sein Vater beantragt 1989 Asyl, mit der vorgeschobenen Begründung, Kurde zu sein. Später wird die Familie eine kurdische Zugehörigkeit strikt bestreiten. Als Ömer Güney im Kulturzentrum aktiv wird, weckt er Interesse und Misstrauen. Ich wollte ihn damals kennenlernen. Ich wollte sofort wissen, woher er kommt, und ich erinnere mich, dass er sagte, er sei türkisch und nicht kurdisch. Anderen Leuten gegenüber hatte er meistens behauptet, er sei kurdisch, während er im Gespräch mit mir deutlich machte, dass er türkisch und nicht kurdisch sei. Ich fragte ihn, aus welcher Region er käme. Er sagte, dass er aus Sivas komme. Sivas ist eine kosmopolitische Region. Auf der einen Seite gibt es kurdische Aleviten, auf der anderen Seite gibt es türkische Sunniten.
Die meisten türkischen Sunniten, ungefähr 90%, sind Menschen mit einer nationalistischen, eher faschistischen Tendenz. Sind Menschen, die die Kurden überhaupt nicht mögen. Ömer schafft in Paris das Abitur, bricht aber anschließend eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker ab. Er kann in der Metropole beruflich nicht Fuß fassen. Mit 20 Jahren verlässt er die Stadt, zieht im März 2003 nach Deutschland, ins beschauliche, reiche Oberbayern. Hier lebt seine Cousine, die er heiratet und mit der er in einfachen Verhältnissen lebt. Seine Frau ist hier aufgewachsen, er findet schnell Anschluss. Nachbarn beschreiben ihn später gegenüber der Polizei als Anhänger der nationalistischen türkischen MHP-Partei. Laut Verfassungsschutz eine nationalistische, rechtsextremistische türkische Partei. Ich glaube, er hat ein wenig sich selbst gesucht, einen Sinn, eine Identität und eine Aufgabe. Obwohl er während der ganzen Untersuchung geleugnet hat, dass er in Deutschland irgendwelche Verbindungen zu einer identitären Bewegung hatte oder von einer angezogen wurde. Ja, als wir Fahnen bei ihm fanden, als wir Ringe fanden, behauptete er, es sei nicht sein Ring und die Fahne sei von einer Nachbarin hingestellt worden. Rasch findet er Arbeit in einem mittelständischen Unternehmen als Schweißer und sucht Kontakt zu seinem Arbeitskollegen Havre. Er hat oft mich gefragt, ob irgendwann zusammensetzen, eine Tee trinken, Family besuchen, aber ich habe mich nicht vertraut. Havre bekommt Streit mit türkischen Arbeitskollegen, die sich über seine kurdische Identität lustig machen. Ich sehe ihn immer mit, sag mal, mit MHP-Leuten war das. Türkische Nationalisten, wie gegen mich war. Wie kann man beide Seiten befreundet sein? Glaube ich nicht, nie irgendwo. Und hat mir nicht gefallen und abgesagt. So hat privat zu mir gekommen, so ist das. Aber alleine, wenn etwas 2, 3, 4 Mal, glaube ich, mit den Türken habe ich so Schwierigkeit gehabt. Es war sofort neben mir. Aber ich habe nicht gewusst, ob es mein Lieber oder mein Feind. Eines Tages kommt Ömer wochenlang nicht zur Arbeit. Ich sage, wo warst du? Ich bin krank. Ich sage, was hast du? Ich sage, leider Krebs. Zusätzlich zur Krankheit geht Ömers Ehe in die Brüche. Er wird geschieden. Im November 2011 meldet er sich in Oberbayern ab und geht zurück nach Paris. Vierzehn Monate später soll er hier in der Rue Lafayette 147 drei PKK-Funktionärinnen hingerichtet haben. Bis heute gibt es kein Hinweisschild auf das Informationsbüro Kurdistans, das hier unscheinbar in einem Apartment im ersten Stock untergebracht ist. Das Apartment ist auch 6 Jahre nach den Morden immer noch versiegelt. Der kurdischstämmige Eigentümer hat sich bis heute nicht um eine Freigabe bemüht. Der Täter steht hinter Sakine Chances. Er schießt aus nächster Nähe. Erst auf Fidan und Leyla, dann auf Sakine. Die Polizeifotos zeigen die Skrupellosigkeit, zeigen, dass die ausgebildeten Kämpferinnen widerstandslos ermordet werden. Laut Ermittlungsunterlagen verschickte Fidan am 9. Januar um 12.21 Uhr eine SMS an die deutsche Rufnummer einer Fahrgemeinschaft. Aber sie erscheint um 13.30 Uhr nicht am vereinbarten Treffpunkt für ihre geplante Reise nach Köln. Französische Ermittler werten Überwachungskameras um den Tatort herum aus, erstellen Bewegungsprofile von Täter und den Opfern. Die Analysen sind schwierig. Dies könnte Leyla sein. Die Fahnder sind sich nicht sicher.
Die Ermittlungen ergeben weiter, dass der an Hirntumor erkrankte Ömer offiziell von 900 Euro Sozialhilfe lebte, aber 2012 neunmal in die Türkei reiste und in Luxushotels übernachtete. Die Überwachungskameras vom Flughafen in Istanbul zeigen ihn 3 Wochen vor dem Mord bei seiner Einreise. Er bleibt 4 Tage, besucht unter anderem eine Hochzeit, telefoniert viel. Die Analyse seiner 6 Mobiltelefone ergibt, er hat auf einem Handy Fotos von 300 Mitgliedschaftsanträgen des PKK-nahen Vereins in Villiers-le-Bel gemacht. An wen er sie verschickte, bleibt ungeklärt. In diesem Vorstandszimmer gab es hier einen Rechner. Wir hatten ihn mit einem Passwort gesichert, damit ihn nicht jeder benutzen konnte. Er hat mich einige Male um das Passwort gebeten. Ich habe es ihm nicht gegeben. Er hat dann einen Ersatzschlüssel fertigen lassen und ist eines Abends gekommen und hat alle Mitgliedsformulare einzeln fotografiert. Und wie uns später die Polizei erzählte, hat er sie dann an eine unbekannte Adresse weitergeleitet. Warnsignale werden nicht ernst genommen, weil Sakine Ömer vertraut. Er wohnte mit einem Freund zusammen in einer Wohnung. Dieser hat bei ihm einige Waffen und andere Angriffsgeräte gesehen und hat dabei nichts Böses gedacht. Manche haben Vorlieben für Waffen, dachte er. Und er machte sich keine Sorgen darüber. Das haben wir aber alles erst nach dem Massaker erfahren. Am 12. Januar 2014, gut ein Jahr nach den Morden, taucht im Netz ein Tonmitschnitt auf. Darauf die Stimme von Ömer Güney im Gespräch mit 2 Männern. Die Frage ist doch, auf einmal gibt es einen Tonmitschnitt, der plötzlich im Internet erscheint, mitten in der Untersuchung. Das kommt genau im richtigen Moment. 3 Männer besprechen Details eines Angriffs. Sie reden über Schalldämpfer, Munition und Geld. Ja, genau. Es ist seine Stimme. Ich erkenne sie sehr gut wieder. Diese Stimme gehört dem Mörder. Und in diesem Gespräch, das er mit den anderen beiden, Mitgliedern des türkischen Geheimdienstes führt, hören wir, dass er über Planung spricht, über seine Infiltration in die kurdische Gemeinschaft hier in Paris. Es gab damals ein Gutachten, das ziemlich nahe an einer 100-prozentigen Gewissheit lag. Wir haben es ein wenig in Frage gestellt, weil wir nicht 100-prozentig sicher sein konnten. Es gibt immer eine Lücke, bei der man nicht 100-prozentig sicher sein kann. Und vor allem die Frage, die sich stellte und die Ömer lange Zeit beschäftigte, war, dass es sich hierbei um einen Tonmitschnitt handelt, der nicht sehr schwer zu konstruieren ist. Wenn man sich also diesen Tonmitschnitt anhört, erkennt man Ömers Stimme. Aber das ist nicht genau 100-prozentig seine Stimme. Wir haben es uns immer wieder mit seiner Familie, mit seiner Schwester angehört. Es ist nicht ganz genau seine Stimme. Und die andere Frage, die uns zweifeln lässt, ist, dass man ein Gespräch sehr gut zusammenschneiden kann. Das ist nicht sehr schwierig. Jeder weiß heutzutage, wie man einen Tonmitschnitt zusammenbauen kann. Jeder tut es. Und es ist eine der aktuellen Herausforderungen bei Untersuchungen, diese Tonmitschnitte richtig einzuschätzen. Auch wenn die Stimme sehr nah an der Stimme von Ömer war, denke ich, dass der Tonmitschnitt in einer bestimmten Form bearbeitet worden sein könnte. Er hat mir gesagt, es wurde zusammengeschnitten. Wir konnten den Schnitt auf dem Band hören. Also es ist kein vollständig zusammenhängendes Gespräch. Für ihn war es ein konstruierter Zusammenschnitt.
Zwei Tage später, am 14. Januar 2014, taucht im Netz eine angeblich geheime Aktennotiz auf. Das Papier soll vom türkischen Geheimdienst MIT stammen. Der Mordauftrag an Sakine? Für 6.000 Euro? Der türkische Geheimdienst MIT dementiert, spricht von einer Fälschung. In Paris ergeben die Analysen der verschiedenen Mobiltelefone von Ömer Güney, dass er im Dezember 2012 eine türkische Telefonnummer angerufen hatte, die dem türkischen Geheimdienst MIT gehört. ...2015 eskaliert der innertürkische Konflikt. In der Türkei ist der Friedensprozess zwischen der Regierung und der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in Stocken geraten. Es kommt zu Aufständen. Der türkische Staat macht die einzige legale kurdische Partei mundtot, lässt ihre Funktionäre wegen Terrorvorwürfen verhaften, die Presse gleichschalten. Der Konflikt reicht bis nach Europa. Auch in Deutschland werden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Dann konnte man feststellen, dass ungefähr ab Mitte 2015 bis ungefähr März 2016 eine Festnahmewelle gegenüber Aktivisten der kurdischen Bewegung, des kurdischen Widerstands unter dem Tatvorwurf Mitgliedschaft in einer internationalen terroristischen Vereinigung oder Rädelsführerschaft in einer solchen Vereinigung vollzogen worden sind. Plötzlich eben 10, 12 Haftbefehle innerhalb von 9 Monaten, also eine Verhaftungswelle, die wir so in der Intensität eigentlich lange Jahre nicht mehr hatten. Türkische Sonderkommandos kämpfen nun gegen bewaffnete PKK-Jugendmilizen. Die PKK hat keine Chance gegen die türkische Armee, zieht erfahrene Kämpfer nach Nordsyrien ab, setzt in der Türkei aber weiter auf Bombenattentate. In Europa bemüht sich die PKK um ein friedliches Image. So bauen in Belgien Sympathisanten legale TV-Sender auf. Die beobachten und berichten über den kurdischen Kampf und Alltag weltweit. Sie ist das bekannteste Gesicht des Senders Media TV. Derzeit setzt die Türkei ihre Angriffe auf die autonomen Gebiete der Kurden im Norden Syriens fort. Natürlich haben diese Angriffe Einfluss auf das politische Leben in der Türkei. Die Lage ist jetzt viel kritischer als die Situation damals im Jahr 2012. Viel kritischer als nach dem Massaker von Paris am 9. Januar. Die Gleichschaltung der türkischen Presse in der Türkei führt dazu, dass PKK-nahe Medien für viele Kurden und Türken eine Alternative werden, obwohl viele die PKK ablehnen. ...2015 sitzt Ömer Güney bereits seit 2 Jahren in Untersuchungshaft. Wann der Prozess beginnt, ist zu dem Zeitpunkt immer noch unklar, trotz der erdrückenden Beweislage. Er hatte auf jeden Fall einen besonderen Status, weil er unter scharfer Bewachung stand. Und er war sehr krank. Mehrmals wurde versucht, ihn aus seinem Status als besonders beaufsichtigter Häftling herauszuholen. Es gab sehr oft Durchsuchungen in seiner Zelle. Das stresste ihn. Er hatte Anfälle. Extrem viele Anfälle. Und doch hatte man ihn als einen Gefangenen betrachtet, der nicht immer angemessen und extrem brutal behandelt wurde. Ich denke, die Leute sind sich nicht darüber bewusst, wie gewalttätig im Strafvollzug, vor allem bei so einem Fall, gehandelt wird. Wir denken, sie haben eine Zelle und alles ist in Ordnung. Aber eine Durchsuchung wahllos zu jeder Tages- und Nachtzeit, Licht einschalten. Wenn du nach Fren gehst, hörst du die ganze Zeit Schreie. Es wird gegen die Wände geschlagen, gerufen und geschrien. Und wenn es dir schon nicht gut geht und du wiederholte Anfälle hast, ist es schwierig. Am 17. Dezember 2016 stirbt Ömer an einer Lungenembolie. 14 Tage vor Beginn des lang erwarteten Prozesses.
Wir haben darauf hingewiesen, dass Ömer Güney krank ist. Es gab viele medizinische Berichte über seine verbleibende Lebenserwartung. Wir hatten keine 10 Jahre mehr vor uns. Und doch erfolgte die Anhörung sehr, sehr spät. Nach 3 bis 6 Monaten hätte dieser Fall angehört und ein Prozess geführt werden können. Wir hätten Antworten haben können, die wir jetzt nie bekommen werden. Alle wollten den Prozess, die Opfer wollten den Prozess, Ömer wollte unbedingt reden. Auch auf seinem Sterbebett sagte er zu mir, er möchte gerne reden. Er will reden. Er werde dieses Krankenhaus verlassen, weil er reden will. Er habe Dinge zu sagen. Er will seine Unschuld beweisen. So ist es für alle frustrierend. Dies ist der einzige Dämpfer, den wir bekommen haben, denn ich fürchte, man fragt sich, ob es eine Aktion Frankreichs war, diesen Prozess so sehr zu verzögern, weil man so über einige Dinge nicht sprechen musste. Und dabei hatte es möglicherweise einfach nur einen formalen Hintergrund. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es mit irgendetwas anderem als einer formellen Prozedur zusammenhängt. Und dies trotz tausender Warnungen. Der Vertreter der Opferangehörigen kritisiert den mangelnden behördlichen Aufklärungswillen. Er ist an seiner Krankheit gestorben und deshalb fand der Prozess nicht statt, weil er der Einzige war, der verhaftet wurde. Auch wenn wir auf die Mittäterschaft des MIT abzielen, hatten wir sie nicht identifiziert, weil die Türken nie auf die Anfragen der Ermittlungsrichter reagiert haben. Nie. Anders als das französische reagiert ein deutsches Gericht. Am 12. Dezember 2016 wird in Hamburg ein kurdischer Journalist aus der Türkei festgenommen. Er soll für den türkischen Geheimdienst MIT arbeiten. Der 31-jährige Sayan soll vor allem in Bremen, aber auch in Belgien und Holland PKK-nahe Organisationen und Personen ausspioniert und Todeslisten geführt haben. Das ist einer der, nach meiner Kenntnis, ganz wenigen, wenn nicht sogar der einzige Fall, in dem ein Mitarbeiter des türkischen Geheimdienstes MIT hier in der Bundesrepublik Deutschland wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit für die Türkei angeklagt und auch verurteilt worden ist. Der als Journalist getarnte Spion wird zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Im Prozess wird deutlich, Sayan ist ein Profi. Er hält für seine Dienste rund 30.000 Euro, so die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. In Deutschland dient er sich kurdischen Organisationen als Sympathisant an, verspricht freundliche Berichte. Die Attentatspläne gegen kurdische Politiker in Deutschland verhandelt das Gericht nicht. Da wäre es natürlich konsequent und richtig und auch wünschenswert gewesen, dass diesem Vorwurf mit mehr Intensität nachgegangen wird, dass nämlich seitens des türkischen Geheimdienstes eben ein weiteres Mal hier ein Mordkomplott in Europa vorbereitet wird. In dem Hamburger Prozess werden nicht nur die Netzwerke des MIT in Deutschland verhandelt, wo über 1 Million Kurden leben, sondern auch seine Aktivitäten im Grenzgebiet im Nordirak werden bekannt. Hier kontrolliert die PKK Politik und Militär, hat Zugang zu wichtigen Ressourcen und unterhält militärische Ausbildungslager. Januar 2018. PKK-Kämpfer nehmen im Nordirak mehrere angeblich türkische Geheimdienstmitarbeiter fest. Das Video der Festnahme und die Verhöre der vermeintlichen Agenten werden von PKK-nahen Medien verbreitet. Ob sie freiwillig aussagen oder gezwungen wurden, ist unbekannt. Die Männer geben Brisantes zu Protokoll. Sie dechiffrieren den 4 Jahre zuvor anonym ins Netz gestellten Mordauftrag an Sakine Cansis. Bislang konnte niemand die Namenskürzel zuordnen. Özyurt, der Abteilungsleiter, war damals Leiter einer operativen Einheit im Auslandsbereich in Ankara. Ein Komplott mit Beteiligung hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter und politischer Beamter. Sabahattin Asal, derzeit stellvertretender Leiter der strategischen Nachrichtenabteilung, damals Stellvertreter des Vorsitzenden im Zusammenhang mit ethnischen terroristischen Aktivitäten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er alleine entscheiden konnte, weil das Themen sind, die zu internationalen Krisen führen können.
Es war in einer Phase der Friedensverhandlungen. Sie sagten, diese Person ist beim MIT für diese Operation verantwortlich. Und das war im Oktober 2018. Und diese Person ist für diese Operation verantwortlich. Es ist ein Mordauftrag, der nicht ohne das Wissen des Präsidenten der Republik erfolgen kann. Der Kreis ist geschlossen. Das MIT spielt nach Angaben der französischen Staatsanwaltschaft eine Rolle bei den Morden. Es scheint, weitere Angriffe auf Kurden in Europa zu planen. Ein Gericht in Paris prüft zurzeit, ob die Aussagen der mutmaßlichen Agenten glaubhaft sind. Für Angehörige, Freunde und Wegbegleiter der Opfer ist der unabgeschlossene Fall besonders bedrückend. Sylvie Jeanne war lange mit Fidan Doan befreundet, hat sie bei ihrer politischen Arbeit unterstützt. Fidan war wie ein Mitglied ihrer Familie. C'était une jeune femme très attirante. Sie war eine sehr attraktive junge Frau, weil sie Charisma hatte. Ihr Kampfname war Rojbin. Sie war sehr enthusiastisch, sehr überzeugend. Très enthousiaste. Très persuasive. Rojbin bedeutet Wiedergeburt. Fidan Doan, 1984 in der Türkei geboren, wächst in Straßburg auf. Sie hätte Medizin studieren können, besucht aber ein PKK-Ausbildungslager im Nordirak. Zurück in Frankreich kämpft sie mit Worten, ist Mitglied des kurdischen Nationalkongress, leitet das Informationsbüro. Sie ist für die Lobbyarbeit der PKK in Frankreich und Belgien verantwortlich und sich der Gefahr bewusst, in der sie lebt. Und sie sagte mir etwas, was mich sehr betroffen gemacht hat. Sie sagte, hör zu, Sylvie, was kann ich tun? Ich kann nicht immer jemanden hinter meinem Rücken haben. Wenn Sie mich eines Tages töten wollen, dann können Sie es jederzeit tun. Wenn ich die U-Bahn nehme, wenn ich in die Bäckerei gehe, um ein Brötchen zu kaufen. Wenn Sie mich töten wollen, Sie sind Profis, dann werden Sie mich töten. Und ich habe keine Angst vor dem Tod. S'ils veulent me tuer, sont des professionnels, ils me tueront. Et je n'ai pas peur de la mort. Der Attentäter erschießt drei erfahrene Kämpferinnen in 30 Sekunden, stellen Experten fest. Er verschießt 10 Kugeln und trifft 9-mal die Köpfe seiner Opfer. Ist Ömer Güney ein Profikiller? Vieles weist darauf hin, aber es bleiben auch Zweifel. Ömer? Ömer? Ich glaube nicht. Ich sage Ihnen warum. Weil Ömer zu der Zeit schon krank war. Und rein praktisch gesehen sprechen wir von drei austrainierten Frauen. Wir sprechen von militanten Aktivistinnen, Kämpferinnen, die in die Berge gegangen sind und sich zufällig am gleichen Ort befanden. Wenn man sicherstellen will, dass diese drei Frauen innerhalb weniger Minuten sterben, nimmt man dann nicht jemanden, der trainiert ist, der selbst gekämpft hat? Oder sucht man nach einem armseligen Kerl, der damals schon krank war, der bereits Anfälle hat? Also der zu jeder Zeit wieder einen Anfall haben könnte. Gibt man diesem armseligen Kerl eine Waffe, um drei Frauen gleichzeitig zu erschießen? Ist er in der Lage, alle drei Frauen nebeneinander aufzureihen und gleichzeitig zu erschießen? Drei Frauen, die ausgebildete Kämpferinnen sind. Und ich glaube, er wurde genau deshalb vom türkischen Geheimdienst ausgewählt, weil er krank war, weil er eine sehr begrenzte Lebenserwartung hatte. Er hatte einen Hirntumor, da gibt es keine Rettung. Ich glaube, er wurde dafür ausgewählt. Ich glaube, man hat Leute angeheuert, die danach direkt wieder ausgereist sind. Das war auf jeden Fall Ömers Meinung. Die Meinung, die er während der Untersuchung vertreten hat. Meiner Meinung nach, egal von wem wir sprechen von Profis, nicht von einem klassischen Mord. Ich denke, es sind Menschen, die man angeheuert hat und die direkt danach verschwunden sind und die man niemals finden wird.
Die drei PKK-Kämpferinnen standen immer wieder im Fokus der europäischen Polizei. Im Herbst 2012 organisierte Leyla Salemes in den Niederlanden ein Seminar für junge Führungskader aus dem Pariser Kulturzentrum. Mit dabei Ait Polat und Ömer Güney, der die Pariser Teilnehmer mit seinem Auto fährt. Après les assassinats, la police française m'a convoqué. Nach den Morden wurde ich von der französischen Kriminalpolizei verhört, die Informationen über dieses Treffen haben wollte, das in den Niederlanden stattgefunden hatte und bei dem auch der Mörder anwesend war. Ich habe mich gefragt, warum die Polizei mich so intensiv befragt. Warum die Polizei so sehr auf meinem Gespräch mit dem Mörder herumreitet. Und woher die Polizei überhaupt wusste, dass es ein solches Gespräch zwischen mir und ihm gegeben hatte. Die Polizei wollte unbedingt wissen, warum ich ihn so befragt hatte. Und sie haben es mir zuerst nicht gesagt, aber dann haben sie endlich zugegeben, dass die Räume verwanzt waren und dass sie sich die Aufnahmen besorgt haben. Sie haben also gehört, dass ich ein Gespräch mit dem Mörder hatte. Persönliche Zweifel waren von Anfang an da. Überwachungsbehörden in Europa waren überall präsent. Trotzdem ist dieser Fall bis heute offen. Als Ömer Güney im Dezember 2016 stirbt, wird der Fall zu den Akten gelegt. Welche Konsequenzen hat das für die Betroffenen? Die Ermittler finden keine Beweise für weitere Mittäter. Parce que l'assassin est mort. Nur weil der Mörder tot ist, bedeutet das nicht, dass der Fall erledigt ist. Die Personen, die die Befehle erteilt haben, müssen identifiziert werden. Es ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch eine Angelegenheit für die Familien. Es gab einen Fall in Deutschland 2017 oder 2018, glaube ich, bei dem Personen, die dem türkischen Geheimdienst nahestanden, versucht haben, Kurden in Deutschland zu ermorden. Bei einem Prozess in Hamburg gab es Verurteilungen. Wir haben eine zweite Beschwerde eingereicht, die derzeit geprüft wird. Viele Fragen bleiben offen. Und es bleibt am Ende dieser Untersuchung, dieses Prozesses, der letztlich nie stattgefunden hat, großer Frust. Der Prozess ist gescheitert. Es bleibt dieses bittere Gefühl. Und ich denke, das wird mein Leben lang so bleiben. Was bedeutet das für den Alltag und das Zusammenleben der Kurden in Paris? Rund 300.000 Kurden leben in Frankreich, mittlerweile in der dritten Generation. Viele fühlen sich hier in Europa sicher. Die Kulturhäuser sind Treffpunkte. Hier konnten sie sich untereinander ohne Misstrauen begegnen und austauschen. Nach diesem Vorfall haben unsere Institutionen in Europa sowie unsere Vereine in Frankreich Inventur gemacht. Jeder, der hierher kommt und nicht bekannt ist, wird befragt. Man will wissen, woher er kommt, und dies wird überprüft. Es wäre gut gewesen, hätten wir damit früher angefangen. Auf den Trauermarsch folgt wenige Tage später eine Großdemonstration. Seit 6 Jahren ein Ritual. In ganz Europa werden Teilnehmer mobilisiert. Sakine, Fidan und Leyla werden heute wie Märtyrerinnen gefeiert. Der Ablauf ist professionell inszeniert und wird durch Spenden finanziert. Ait Polat, Pressesprecher des Demokratischen Rats der Kurden, ist einer der Mitorganisatoren.
Für die Angehörigen, die aus ganz Europa anreisen, sind diese Veranstaltungen besonders bewegend. Hassan Doğan, Fidans Vater, glaubt nicht mehr an eine Aufklärung. Ich habe keine Erwartungen mehr. Warum? Weil beide Staaten kein Interesse an der Aufklärung des Massakers haben. Die Kräfte dahinter erlauben das nicht. Also bleibt alles, wie es ist. Der Bruder von Sakine Cansis dagegen hofft weiter. Ich habe noch Erwartungen. Ich bin nicht ohne Hoffnung. Von der Türkei erwarte ich nichts. Aber gerade von Frankreich, einem der 5 großen demokratischen Länder in Europa, erwarte ich, dass es die Hintergründe dieses Massakers aufklärt. Aufklärt, auch für sich selbst. Ein Pariser Gericht hat den Antrag des Opferanwalts angenommen. Der Prozess über die Hintergründe der Tat soll neu aufgerollt werden. Alle Behörden wurden für diesen Film angefragt. Keine will sich den Fragen stellen. Der PKK ist es gelungen, den Mordfall für sich zu instrumentalisieren, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und Spenden zu mobilisieren.